Zeit, Thomas Gutschka von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zu fragen. Gibt es die Führungsperson, die dem entspricht, was Frau Merkel möchte und die dem entspricht, was Herr Macron möchte? Gibt es diese Person überhaupt? Noch gibt es die sicher nicht. Beide spielen da natürlich auch ein unterschiedliches Spiel. Macron hat eben ganz deutlich gesagt, Parteiendemokratie, das ist eigentlich nicht seine Sache. Er ist ja Bewegungspolitiker. Und trotzdem ist es nun mal ein Faktum, dass im Europäischen Parlament sich die Kräfte in den Parteienfamilien organisieren. Für mich sehr bemerkenswert an den Äußerungen, die wir da gerade gehört haben. Macron hat ja vor, das ist vor den Wahlen so beschlossen worden, der liberalen Parteifamilie beizutreten, sich in einer neuen Fraktion zu organisieren, die im Wesentlichen die alte plus Macron ist, und die dürfen dann nicht mehr Liberale heißen, weil das in Frankreich ein Schimpfwort ist. Aber noch redet er wie einer, der von außen spricht. Und das macht schwierig. Das macht sehr, sehr schwierig, denn die Bundeskanzlerin hat ja sozusagen die formalen Kriterien ja auch vorgegeben und vorgezeichnet, welchen Weg diese gesuchte Person durch die Instanzen dort noch machen muss. Wird man das schaffen bis Ende Juni? Schwer zu sagen. Also die Staats- und Regierungschefs haben sich heute selbst unter Druck gesetzt. Das hätten sie nicht unbedingt tun müssen. Sie haben ja gesagt, sie wollen bis zum 21. Juni, wenn das nächste Gipfeltreffen ist, einen Personalvorschlag vorlegen. Übrigens nicht nur zu dieser einen Personalie, sondern auch zu den anderen Führungsposten. Ratspräsident, Parlamentspräsident, Außenbeauftragte. Das ist dann schon sehr ehrgeizig. Beim letzten Mal, als es Jean-Claude Juncker wurde, hat es gerade so bis zum Beginn der Sommerpause geklappt, Mitte Juli. Und es waren 3 Ratstreffen dafür notwendig. Aber noch ist der 21. Juni ja auch nur eine Willenserklärung. Welche Planspiele sind denn für Sie denkbar? Wie könnte man dieses Brettspielfeld besetzen? Also die Erweiterung des Personalpakets ist sicher ein Schlüssel zur Lösung. Die Situation ist ja, wir haben im Europäischen Rat, wenn man sieht, wem, welchen Parteifamilien gehören die Regierungschefs an, die Situation, Liberale und Konservative stellen in 9 Ländern die Regierung. Dann haben wir noch in deutlich weniger, ich glaube 5 Staaten, Sozialdemokraten in der Regierung. Natürlich oft große Koalitionen, also selten allein regierend. Aber das ist erstmal eine Realität. Diese 3 Parteifamilien sind auch im Parlament vertreten. Die Konservativen in der Mehrheit, dann die Sozialdemokraten da an 2. Stelle und die Liberalen an 3. Stelle. Man wird ein Personalpaket finden müssen, glaube ich, wo jede dieser Parteifamilien einen Posten besetzen wird. Und dann muss man außerdem Männer und Frauen haben. Macron hat heute Abend gesagt, 2 Frauen, 2 Männer. Manche sagen 3 Männer, 1 Frau, wie beim letzten Mal. Man muss große und kleine Länder berücksichtigen und dann noch den Regionalproporz. Südstaaten, Oststaaten, Zentral-, Mitteleuropa und Nordeuropa. Das wird schwierig. Wie geht Ihnen das? Wir sprechen hier über die Besetzung eines wichtigen Spitzenpostens und wir sprechen von paritätischer Aufteilung, von Umbesetzung da, Planspiel dort, Strategie hier. Wir sprechen überhaupt nicht über Inhalte. Das stimmt. Das ist auch eine Schwäche des ganzen Verfahrens. Die Wahrheit ist natürlich, mit jeder Person verbinden sich Inhalte, auch bestimmte Prioritäten. Und man könnte jetzt natürlich auch sagen, wir reden jetzt erstmal wochenlang über die strategische Agenda. Nur in Wahrheit käme man bei der Personalfrage nicht weiter. Da gibt es einfach unterschiedliche Interessen. Macron lehnt eben dieses Spitzenkandidatensystem ab. Alle anderen haben sich dazu bekannt, haben damit Wahlkampf gemacht. Und dieses Problem löst man nicht, indem man jetzt sagt, das sind die nächsten 4 strategischen Prioritäten der Kommission. Man muss ausbrechen aus der Blockade, die sich jetzt aufgebaut hat. Dann nochmal aus deutscher Sicht gefragt, welcher Job ist für Deutschland wichtiger, der des EU-Kommissionspräsidenten oder der des EZB-Präsidenten? Definitiv der des Kommissionspräsidenten. Der Kommissionspräsident hat ja eine enorme Macht. Er ist derjenige, der zum Beispiel die Handelspolitik der EU nach außen vertritt. Wir haben das gesehen, Jean-Claude Juncker redet mit Donald Tusk. Das ist ja für uns ein eminentes deutsches Interesse, wenn man sieht, wie die Autoindustrie da in den Zollstreit hineingezogen worden ist. Auch alle anderen Fragen, Migration, der Aufbau einer Grenzschutztruppe, ein sehr wichtiges Anliegen für Deutschland. Aber auch Fragen natürlich der Besteuerung, Fragen
des Klimaschutzes, dann insbesondere das große, das gewaltige Budget, was zu verabschieden ist für die nächsten 7 Jahre. Also ich höre und lese, dass es immer wieder so Überlegungen gibt, ja, aber wie wäre das denn, wenn ein Präsident Weidmann, der könnte doch die ganze Politik verändern. Ich glaube, es gibt keine Entscheidung, die da auf uns zukommt, die vergleichbar ist in der Tragweite in der EZB mit den vielen Entscheidungen, die der nächste Kommissionspräsident fällen wird. Ein Satz aus diesen Wortbeiträgen war, wir wollen nicht, dass das hinter geschlossenen Türen entschieden wird, sondern im Parlament. Thomas Gutschka, wie finden Sie das? Ja, ich halte das für richtig. Ich glaube, dass die Parlamentarisierung des Europäischen Parlaments und der europäischen Politik, dass das ein wichtiger Schritt ist. Das ist die Entwicklung, die für uns ja eigentlich die natürliche ist. Wir sind ja das parlamentarische Regierungssystem selbst so gewöhnt. Die Kommission muss sich stützen können auf eine Mehrheit im Parlament. Und es muss einen Unterschied machen, wer diese Mehrheit stellt. Der Unterschied wird in den Wahlen ermittelt. Und so muss es eben dann auch die Möglichkeit geben, dass der nächste Kommissionspräsident strategische Akzente setzt. Und man erkennt, ja, das ist anders, als wenn die Sozialdemokraten gewonnen hätten oder die Grünen oder die Liberalen. Das war in der Vergangenheit, bevor wir die Spitzenkandidaten hatten, nicht so. Da haben die sich einen ausgewählt. Dann war das teilweise die dritte Wahl, weil einer abgesagt hat und ein anderer nicht vermittlungsfähig war. Aber für die Bürger war das eine große Überraschung. Jetzt wissen wir vorher, was die Spitzenkandidaten tun wollen. Und ich glaube, das ist doch Teil eines demokratischen Fortschritts. Und besonders spannend wird es ja jetzt dadurch, dass das Parlament schon ziemlich zersplittert ist in viele Parteien und dass es keinen eindeutigen Machtblock oder sowas gibt, wo man sagen könnte, naja, das wird wahrscheinlich schon so und so laufen. Da ist ja Musik drin. Ja, es stimmt, es gibt nicht mehr diese große, informelle große Koalition, die es in 40 Jahren immer gegeben hat, das stimmt. Andererseits gibt es in Straßburg immer die ganz große Koalition. Wenn man mal sich ansieht, wer hat eigentlich die Gesetze der letzten Legislaturperiode gemacht? Das waren zu 90% eine ganz große Koalition aus Sozialdemokraten, christlichen Demokraten, Liberalen und Grünen. Das ist nun mal die Funktion des Parlaments. Das ist der Gegenspieler zum Ministerrat, zu den Staats- und Regierungschefs. Und der ist umso stärker, je einheitlicher er ist und je mehr er Abgeordnete hinter eine gemeinsame Position bringt. Und diese Logik, die müsste eigentlich dazu führen, dass man, auch wenn es jetzt noch schwierig ist, am Ende sich doch einigt. Denn man ist es gewohnt, in dieser Konstellation zusammenzuarbeiten. Also auf der einen Seite das Parlament, auf der anderen Seite all die Institutionen, die vorhin schon aufgezählt wurden. Die alle müssen mitmischen. Und das übrigens innerhalb von 4 Wochen. Verdammt knapp. Ja, also man hat natürlich etwas mehr Zeit. Das ist, wie gesagt, das Ziel 21. Juni, sehr ehrgeizig. Brüssel macht normalerweise Mitte Juli Sommerpause. Bis dahin hat man auf jeden Fall Zeit. Das Ziel ist idealerweise dann nach der Sommerpause die Anhörungen der neuen Kommissare zu machen. Die werden ja dann vorgeschlagen von den Mitgliedstaaten. Der neue Kommissionspräsident wählt sich das Personal aus diesen Vorschlägen aus, schneidet Dossier zurecht und dann beginnen die Anhörungen im Parlament. Das zieht sich dann den September und Oktober hin. Und am 1. November soll die Kommission antreten. Wenn es aber nicht gelingt bis zur Sommerpause, ist das kein Weltuntergang. Erstens kann man das Mandat der jetzigen Kommission auch um 2 oder 3 Monate verlängern. Und zweitens ist man das in Brüssel eigentlich gewohnt, dass Zeitpläne gerissen werden. Alle haben ja gerade 3 Jahre intensive Erfahrungen mit Großbritannien gesammelt. Um jetzt noch einmal auf diese Vorwürfe einzugehen, da wird doch nur geschachert, da wird doch nur ausgekungelt, wie das am Ende sein soll. Wie viel Möglichkeit hat das Parlament jetzt noch, Inhalte einzubringen und auch nach Inhalten die Orientierung auszurichten? Also das muss der Anspruch sein. Das haben wir da ja auch gerade gehört. Das Parlament ist natürlich Mitgesetzgeber in praktisch allen Feldern. Nur ist es natürlich so, auch wenn man darüber jetzt redet, also stellen wir uns mal vor, die proeuropäischen Fraktionen verständigen sich auf so eine gemeinsame Agenda, 5, 6 Punkte, die sie unbedingt durchsetzen wollen, vielleicht auch konkreter ausbuchstabiert. Die Personalfrage ist dann immer noch nicht gelöst.
Zu diesem Argument des Kungelns würde ich gerne noch sagen, die Kanzlerin hat schon recht mit dem, was sie da gesagt hat. Jetzt kann man die Personalentscheidung mit Mehrheit treffen. Und das ist, war beim letzten Mal auch so bei Juncker und es kann auch diesmal wieder so kommen. Aber die nächsten großen Entscheidungen werden dann wieder im Konsens getroffen. Insbesondere die Entscheidung über den Finanzrahmen für die nächsten 7 Jahre ab 2020. Und wenn jetzt Verletzungen entstehen, die dazu führen, dass Regierungen praktisch sagen, ich bin hier ausgekontert worden, ich wurde gar nicht mehr gehört oder man hat von vornherein versucht, mich aus dem Prozess auszuschließen, dann kehrt das wieder. Und deswegen ist das schon richtig. Es gibt einen gewissen Konsenszwang, Zwang zum Ausgleich. Das ist eigentlich eine Stärke der Europäischen Union. Wir sagen immer, das ist eine Organisation, die durch ihre Vielfalt, lebendige Vielfalt besticht. Aber diese Vielfalt muss eben auch sich abbilden in allen Entscheidungen.